Für das Thema Cybermobbing wurden die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen des Gandekaseer Gymnasiums sensibilisiert. Zuerst sahen sie einen Film zum Thema. Sie stellten die Schlussszene daraus nach und überlegten sich ein gutes Ende. Am Ende des Tages informierte Sebastian Nitsch, der Präventionsbeauftragte der Polizei Wildeshausen, über die Konsequenzen des Mobbings. Den Schülern wurden Lösungsvorschläge in solchen Situationen aufgezeigt.